Ja, Kumbaya heißt die Serie, ne? Und sie ist so einigermaßen lustiger Scheiß. Wir finden es cool. Wir kommen wieder. Robert, cool. Ich fand's saugeil. Es war richtig gut. Es waren auch einfach Figuren dabei, die mir aus der Seele gesprochen haben. I don't speak German, so I can't say that I understood everything. But what I did understand, I thought it was really funny. Sensationell fand ich es gut, dass Jesus das Glas Wasser in die Hand genommen hat Ja. und dann was Wein. Ach, das habe ich Weißt du nicht gar nicht mehr, mitgekriegt. oder? Nee. Was bringt David zum Aufstehen? Er hat wirklich nur da gesessen, hat sich nicht einmal bewegt Ja, und war er war, trotzdem wie stark gesagt, dabei. er war diese Rolle, die Nick, durch ne? GPS-Koordinaten definiert werden kann, so. Er ist wirklich gar nicht aufgestanden. Ja. Ja, war lustig. Es gefällt mir mit jedem Mal gucken besser. Geil. 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 Geil fand ich auch. Und von einer anfänglichen, unfassbaren Trash-Orgie, die es auch immer noch ist, und wo ich manchmal denke, auch Mensch, du kannst, man kann das, man hätte so viele andere Dinge inszenieren können, muss ich sagen, genau das ist die Qualität am Ende. Es ist genau eine Trash-Orgie und genau deswegen funktioniert sie. Was mir positiv aufgefallen ist, dass das Publikum über jeden Scheiß gelacht hat. Das ist viel wert, Ich fand die Scheiße. wenn man den letzten Unsinn dreht, ist es viel wert und das sollten wir beibehalten. Ja, gerne, aber nein, danke, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was ich hinter der Bühne tue. Sind sehr gespannt, was an der zweiten Staffel passiert. Ob, ja, man weiß es nicht. Und vielleicht Nassim einfach an Jesus einfach an der Eva vorbeigeht. Die zweite Staffel ist eine Option. So in der Mitte wird es so ein bisschen spannend, so ein bisschen, auch so ein bisschen gruselig, aber auch immer noch irgendwie so witzig. Guck Es mal, ist 30 Sekunden weg und schon hast du einen grünen Hut auf dem Kopf. Was ist passiert? Mein Hut ist mal weg, ich brauche deinen neuen. Und das Ende ist dann halt irgendwie so. Ja, ich hab's nicht verstanden, ja. Ich war heute hier mit einer sehr guten Freundin von mir, die von dieser ganzen Produktion noch nichts gehört hat, geschweige denn irgendwelche Ausschnitte. Und sie ist einfach der Mega-Fan und ich glaube, es funktioniert sehr gut. Gerade Comedy bei jungen Produktionen ist echt schwierig und ich habe halt einfach Tränen gelacht zwischendurch. Ich habe richtig viel gelacht. Ja. Es ist eine verdammt lustige Geschichte. Basti und Nick sind hammertalentiert. Ja. Geiles Ding, Digga. Hammer talentiert und sehr, sehr hässlich. Ja, unfassbar, wirklich. Das Und muss man sagen. unfassbar hässlich, unfassbares Timing. Es ist ja nicht nur so, dass Nick hässlich ist. Hässlich ist und gut. Davon gibt es zwei. Schneider? Ich weiß nicht. Du hier? Thorsten? Jetzt müssen wir nur noch ein Schlusswort finden. Ja, 30 Sekunden halt, ne? Guckt Kumbaya, es ist schweinegeil. Ich habe das jetzt schon so oft geguckt und ich finde es immer wieder witzig. Guckt euch den Scheiß an! Kumbaya. Ja.